Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chef Life Restaurant Simulator. So, er kann gerade schon mal Wise choice, Chef. Davon einen machen. I'm going to showcase these vegetables und Cassie kann gerade das mal machen. Perfect ingredient for me, Chef. So, dann haben wir die schon mal. Haben wir schon mal zwei Gerichte fertig. Ich weiß zwar nicht, ob die gerade bestellen. Aber ich lasse ihn das komplett machen, einfach. Ja, weil er für die anderen Dinge, wenn er das getrennt macht, also den Tofu und diese grüne Pampe getrennt. Wobei die Pampe könnte ich ja wieder machen, ne? Fällt mir da gerade so ein. So, was brauchen wir? Grüne Tomaten, Zucchini und Gurke. Und Salz. Grüne Tomate, Zucchini und Gurke. Jetzt müssen wir kurz warten, was die Leute wollen. Dann kann ich nämlich die Anweisung geben, dass sie Thunfisch, das da und dann das Grüne da. Achso, nee, du nicht. Iro. It's the perfect ingredient for my cuisine. So, dann kannst du mal davon einen machen. No problem. Good choice, Chef. Und ich kümmere mich um die Pampe. So, grüne Tomate, Gurke, Zucchini. Das musste, glaube ich, alles gewürfelt werden und dann geht's in den Mixer. Ja, alles würfeln und dann in den Mixer. So. Ab in den Mixer. Du bist fertig, sehr gut. Dann kannst du schon mal den Tofu machen. Prepare for a masterclass, Chef. Und ich hole gerade die drei Gerichte. So, dann kann ich mich um den Mixer kümmern. Genau. Zack, zack, zack. Es fehlt viel Salz. Perfekt. So. Cassim kann davon noch einen machen. Während Liro davon mal einen machen kann. It's the perfect ingredient for my cuisine. Sehr gut. So, das darf Adele spielen. So, grüne Pampe. Was brauchen wir dann? Frische Minze und Gemüsecreme. Frische Minze und Gemüsecreme. Minze und Gemüsecreme. Und wir haben zweimal das Grüne da. Jo, dein Typ. Perfect ingredients for me, Chef. So. So. Genau. Das da, das da, das da. Oh, würzen muss ich noch. Es fehlt viel Salz und schwarzen Pfeffer brauchen wir noch. Schwarzen Pfeffer. So, du kannst mal noch Thunfisch machen. Du mal noch davon. Und
ich serviere gerade. Zack, zack. Den muss ich servieren, das habe ich extra so gemacht. Ich hatte dir doch eine Aufgabe gegeben, oder? Nicht? Ich dachte. Well done, Chef. That looks great. Ich dachte, ich hätte. Aber habe ich offenbar nicht. So, servieren. Ach, Kasim habe ich die Aufgabe gegeben. Prepare for a masterclass, Chef. Wise choice, Chef. I'm going to showcase these vegetables as only I can. So. Pfeffer brauchen wir noch. Dann können wir hier weitermachen. Perfekt. So. Ab in den Kühlschrank. So. Ein Gast, okay. So. Hat Adele auch ein bisschen was zu tun. Finde ich gut. Danke nochmal für dich. Es hat mir irgendwann mal jemand den Tipp gegeben, dass man da die Leute... ja, dass der auch spült, ne? Dass man da den Job vergeben kann. Hatte ich vorher echt nicht gewusst. Here's an order for the table that just arrived. Haben wir. Sehr gut. So, das darf Kasim dann gleich noch wieder machen. You know me well. I love that ingredient. Und er darf hier nochmal machen. Chef. Got it, Chef. Nice plating, Chef. Makes you wanna eat it. So. Eine ist das nur. Das ist aber wenig. Dann können wir ja direkt noch eine machen. Gurke. Gemüsecreme. Zucchini fehlt mir, ne? Also, ich hatte ja noch Platz. So. Kasim braucht wieder Arbeit. Mach du mal noch so einen. Working with that ingredient is so fun. Yep, ich weiß. So, müssen wir gerade mal gucken, was bestellt wurde. Das da. Haben wir. Oh. Ich brauche noch ein bisschen Platz. So. Da können wir schon mal so. Ja, kannst du auch gleich. Ich muss jetzt nur gerade servieren und dann kannst du weiter kochen. Keine Sorge. So. Das darfst du machen. Du darfst hier nochmal. Und ich kümmere mich dann hier um meine Dings.
links meine grüne Pampe. Salz. Perfekt. So. So, wir haben das, 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 das. Mach du mir da mal noch einen von. So. Ach, die Minze habe ich vergessen. Die muss ich ja noch häckseln. So. So. Perfekt. Und das. Und, oh, da haben wir zweimal die grünen. Zweimal grün, einmal zweimal Thunfisch. Prepare for a masterclass. Das fehlt noch. So, die können wir schon mal. Dann kann Kasim anschließend gleich noch wieder zwei Thunfisch machen. So. Und Jiro kann eigentlich gleich hinterher nochmal zwei davon machen. So. Was macht meine... die brauchen noch ein bisschen. Das bestellt irgendwie gar keiner, ne? Scharfes Tofu. Die haben wir, die haben wir. Ja, die. Genau. Die haben wir auch. So. Perfekt. So. Thank you. Bitte. Dann haben wir zwei davon, zwei davon, zweimal Thunfisch und zweimal das. Dann können wir eins, könnten wir noch. Ah, ein Pärchen, okay. Oder, was heißt Pärchen, also Mann und Frau, oder? Ja, so sind Mann und Frau, so wie es ausschaut. Machen wir noch einen dritten Thunfisch. Und dann Kasim noch mal was zu tun. Right away. Ja. Mach von mir aus. Vielleicht brauchen wir ja plötzlich mal irgendwie drei. Ich habe da zwar noch mal Dings, aber ich müsste dann noch mal grüne Pampe machen. Die ist by the way, glaube ich, auch fertig. So. Einmal das, einmal das. Okay. Einmal das. Das kann Jiro direkt nachmachen. Perfect ingredients for me, Chef. Und wir machen hier gerade, genau. Moment, muss ich die noch irgendwie verarbeiten? Ach, da muss ich in den Mixer.
Da kann ich natürlich lange drauf warten. Dann nehmen wir aber hier das fertige Grat. I'm not doing anything, Chef. Ja, das siehst du richtig. It's the perfect ingredient for mach my mal cuisine. Davon noch einen. Und dann muss ich hier die Grat holen. Dann muss ich die nämlich auch nochmal verarbeiten. So. Okay. Cassim muss gerade mal warten. Wer ist denn da gekommen? Zwei Leute, okay. So, dann bin ich auf jeden Fall mal bereit für zwei Portionen. Sehr gut. Und eine dritte haben wir dort noch. Hätte ich auch drauf... Ja. So, mehr kann ich euch gerade nicht vorbereiten lassen. Ich habe keinen Platz mehr. Die zwei gehen, aber die bestellen gerade. Sehr schön. Dann bin ich da mal gespannt. Ja, ich habe gerade nichts. Kann es gleich wieder was tun. Einmal das, einmal das. Er hätte auch das Plus nehmen können, ne? I'll take that right away. Ja, mach das. So. A plus. Gericht servieren. So. Dann kannst du wise choice, davon Chef. Einen machen. I'm going to showcase these vegetables okay. Only I can. So. That looks delicious, Chef. Danke. Ich hab's nur angerichtet. Ich hab's nur angerichtet. Da kommt der nächste. Leider nur einer. Hätten ruhig vier sein dürfen. Aber gut, besser einer als keiner, ne? Ich muss mal die Deko, glaube ich, wieder ändern. Dass ich wieder normale Teller habe. Die gefallen mir einfach nicht so wirklich. So, bin mal gespannt, was der bestellt. Dann kann Jiro, je nachdem, oder Kasim. Wenn er Fisch bestellt, dann wird Kasim da bearbeiten. Wenn er natürlich das Tofu da will, dann macht keiner von beiden was. I'm ready, Chef. What ja, are your instructions? Ich weiß. Okay, davon einen. Dann nehme ich den A+ natürlich. Und Jiro kann gleich mal noch einen hinterher perfect schieben. Perfect ingredients for me, Chef. So. Passt. Well done, Chef. That looks danke. Great. Ah, das war auch schon das Ende der Schicht. Sehr schön. Perfekt. Erstklassige Schicht. Sehr schön. So. Okay. Nach der Schicht. Du weißt noch schon was. Ich muss zugeben, ich bin erschöpft, aber das ist wohl der Preis, den man für Spitzenleistung zahlen muss. Unsere Gerichte waren ein voller Erfolg. Danke, dass Sie an mich geglaubt haben, Chefin. Ich weiß, man merkt es mir vielleicht nicht an, aber es bedeutet mir sehr viel. Ich möchte mich nochmal für das Vertrauen bedanken, das Sie in mich gesetzt haben, Chefin. Ich hätte nicht erwartet, eine Küche zu finden, in der ich wirklich ankommen kann, aber Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich möchte Ihnen ein Rezept geben, das ich entwickelt habe. Das ist meine Art, Danke zu sagen. Ich konnte es im Food Truck nie zubereiten, weil es nicht die nötige Ausstattung hatte, aber es wäre mir eine Ehre, wenn es hier zubereitet wird. So, ich glaube, wir haben Redebedarf.
Na, jetzt nicht mehr, ne? Na, jetzt nicht mehr. Muss ich gerade mal gucken. Es könnte sein, dass wir die Aufgabe erfüllt haben. So. Jawohl, Jero ist durch. Ja, damit würde ich dann auch das hier, glaube ich, beenden. Ich muss gerade mal gucken. Jawohl, Max, Max, Max. Wir haben alles auf Max. Ja, dann würde ich das Let's Play an dieser Stelle auch beenden. Weil jetzt ist das, also es ist eh schon viel Wiederholung im Prinzip, aber jetzt ist das hier nur noch ein bisschen, ja, dass wir die Karte ein bisschen ändern, je nachdem. Mit deftig, gute Schicht, Meeresfrüchte, Gourmet. Ja. Aber im Prinzip nichts, wo wir wirklich noch wieder Neues machen können. Das ein oder andere neue Gericht kann man je nachdem noch kochen, aber ja, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, schaut dann auch einfach mal in die anderen Spiele so rein, die ich hier auf dem Kanal habe. In diesem Sinne, ich sage danke. Ich hoffe, euch hat es gefallen und tschüss.